Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir starten heute wieder in Montana. Und ja, unsere beiden Araber Stufe 2 sind erwachsen. Ich habe den ersten Zuchtversuch unternommen. Das hat natürlich nicht geklappt. Und ja, den guten verkaufen wir jetzt erstmal. Und wir versuchen es jetzt nochmal zusammen mit den beiden. Die Orlo-Traumazucht ging natürlich auch weiter und es hat natürlich wieder nicht geklappt. Von daher müssen wir da auch noch weiterarbeiten. Das war eindeutig die falsche Seite. So, aber vorher machen wir nochmal die Quizfragen. Englische Vollblutrennen kam in der Mitte des 19., 17. oder 18. Jahrhunderts nach China. Keine Ahnung, 18. Okay. Das erste dokumentierte Pferderennen in Frankreich fand 1653, 1651, 1655 statt. Gott, wenn man das müsste, 51. Glück gehabt. Und der Hochsprungrekord eines Pferdes liegt bei 0,96 Meter, nein, 2,47 Meter oder 4,63 Meter. Also das ist definitiv zu viel. 2,47 Meter ist schon heftig genug, aber fast 5 Meter ist natürlich... Nee. So, unvorstellbar. Dann. Ja, habe ich ein paar Rennen gemacht. Nicht so viel, wie ich eigentlich gerne gemacht hätte. Aber ich hätte es mit dem Tablet wahrscheinlich auch nicht ansprechen sollen. Da bin ich nämlich auch schon wieder verzweifelt, weil man da einfach ständig die Nachricht bekommt, oh, Server nicht erreichbar und ja. Dann wird man rausgeschmissen und dann zählt nichts. Und das ist echt enorm ärgerlich und ja, das nimmt ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch, wenn man da ein bisschen weiterkommen muss. Und das ist extrem ärgerlich und zeitraubend und irgendwann hat man keine Lust mehr auf die Rennen. So, ah, hier gibt es aber einen Erfolg. Das ist Millie, unser Stufe 3 Groninger. Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich keinen Platz mehr. Nee. Dann würde ich sagen, muss ich hier mal eine Stufe 1 Stute. Ja, ich glaube, wir verkaufen beide Stufe 1 Pferde einfach. So, wo ist der Hero? Da ist er. So, dann stellen wir es da mal rein. Der muss dann ja auf jeden Fall erstmal bleiben. Und da kommt die Kleine. Ah, wollen wir noch mal ein paar Äpfel ernten? Dann können wir ihr auf jeden Fall was geben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie möchte. So. Oh, sie ist schon echt schick. So eine Süße. Ja, ich glaube, die Kleine schicken wir dann auf die Weide zum Trainieren. Zum Züchten brauchen wir sie ja momentan nicht. Deswegen schauen wir mal. Machen wir die Weide sauber. Ach, die ist schon sauber. Dann schicken wir die Kleine mal dahin zum Trainieren und sind dann mal gespannt, wie sie erwachsen aussieht. Ist auf jeden Fall eine schicke. So, Orlo-Traberzucht, ja. Teuer und nicht von Erfolg gekrönt. Das ja, was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein. So, den kleinen schicken, obwohl hier unten ist der Rex. Dann können die beiden hier schon mal auf die Weide. Adonis und Rex. Wo sind sie? Wieder ganz unten, denke ich mal. Hier ist die Ivy. Und hier ist der Bola. So. Und. Oh, endlich! Endlich, endlich, endlich ein Orlo-Traber 4. Ein Hengstchen. Ein Ramon. Ja. Kommt bestimmt auch einen anderen Namen, aber da muss ich erstmal gucken.
welcher Name denn da passen könnte. So, und wir holen heute noch einen Neuzugang. Und zwar haben wir 7748 Eventpunkte. Das bedeutet, ihr zieht das erste Eventpferd ein. Und da ich jetzt schon gesehen und mitbekommen habe, dass Kitty auf jeden Fall die Stute hat, würde ich sagen, nehmen wir den Hengst. Aber wir sollten vielleicht irgendwo hin, wo wir einen Stall frei haben. Dann können wir gucken, wenn sie gerade nicht unterwegs ist, können wir vielleicht den ersten Zuchtversuch unternehmen. Jetzt wird nur die Fantasieinsel, ne? Da müsste ja noch ein Stall frei sein. Ja, auch. Stimmt, die gute Dame habe ich geholt, die Merrylegs-Stute, die ist auch schon erwachsen. Die habe ich hier trainieren geschickt. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal sie hier. Hier soll sie ja auch eigentlich hin, die beiden. So, sagen wir mal tauschen. Möchtest du eh die Event-Pferd wirklich kaufen? Ja. Doch, wollen wir. Ja, der Stall ist leer, wir haben Platz. Mr. Edi. Und jetzt gucken wir ihn uns erstmal an. Kleinen Augenblick bitte. Da war der Kater mal wieder ein bisschen am Nerven. So, Mr. Edi. Er sieht schon echt schick aus, ne? Blaue Augen stehen ihm auf jeden Fall. Er ist echt riesig. Und das sieht einfach nur cool aus. Ja. Aber wollen wir gleich mal versuchen zu züchten? Ich hoffe, das passt finanziell noch. Ich glaube, in Montana stand das Pferd. Ich glaub's. Zur Not haben wir noch eine, weiß ich, wo noch eine Stute steht, aber das wäre natürlich eher. Da ist sie. Edi, züchten. So, Mr. Edi und Edi. Oh, 75.573 Münzen. Oh, ich muss unbedingt wieder Geld sparen. So, was haben wir denn? Wir brauchen eine Stute. Stute. Jetzt auch nicht, wir haben nur Chancen auf Hengste. Nee, toll. 14%. Das erinnert mich doch an was. An die Ohrlotraber und natürlich wird es ein Hengst. Na gut, aber wir versuchen es weiter. Das ist schon echt schade. So, hier verkürzen wir mal. Damit wir da auf jeden Fall das nächste Mal weitermachen können. So. Na, vielleicht haben wir ja nächstes Mal mehr Glück auf eine Stute. Hoffentlich. Wenn da schon mal mehr Stuten zur Auswahl werden, wäre schon schön. So. Na, jetzt können wir natürlich auch kein Rennen mehr machen, weil ich gleich das züchten musste. Aber wir haben hier noch ein Gletscherfeenpferd, das uns besuchen kommt. Schlecht aus, ne? So. Erstmal eine saubere Weide. Für den Gast. Was warst du denn, Hengst? Ja, ich möchte jetzt aber nicht unbedingt nochmal ins Buch schauen, weil dann hängt sich das Spiel bestimmt wieder auf. Was gibt's hier noch? Okay, wir wurden überholt. Fast 4000 Münzen Belohnung. 900 Münzen für Stallbursch arbeiten. Ja. Ja, und hier ein Tag, 18 Stunden noch, bis wir die nächsten T4-Pferde kriegen. Oder kriegen können. Was haben wir hier? Hier brauchen wir. Ah, ich habe in Montana natürlich schon wieder. Er ist angepflanzt. Also die ganzen Futtermühlen angeschmissen. Ich glaube, bis auf eine.
Aber das grüne Futter braucht zu lange. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, leider. So. So, die gute Dame. Oder wir könnten ja eigentlich noch mal ein Rennen machen. Rubine. Hier, das wäre eigentlich, wenn wir da drei Saphire bekommen. Jetzt habe ich nur die Skorpione draußen, ist auch blöd. Müssten wir noch mal schauen. Wertetechnisch passt. Der hat gut Ausdauer, aber keine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, aber keine Ausdauer. Überhaupt keine Ausdauer. Ausdauer und keine Geschwindigkeit. Da wird es ja genauso schlecht aussehen und. Setzen wir auf Geschwindigkeit oder. Ich glaube, wir nehmen wieder Ray. So. Versuchen wir es mal. Wie weit müssen wir kommen? 1200. Na dann. Heute haben wir auch wieder Musik. Den hier kriegen wir wahrscheinlich nicht. Das sind ja noch über 3500 Meter, die wir dafür rennen müssten. Das ist momentan ein bisschen schlecht. Wenn wir dann wirklich so weit kommen müssen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Aber dafür jetzt so weit, dann müssen wir bestimmt einige Diamanten ausgeben. Diesmal dran gedacht, zum Glück. Oha. Wir müssen ja selbst für die 1200 schon Diamanten ausgeben. Ja, ich denke mal, wir sollten unbedingt mal die Sternzeichen weiter züchten. Wenn wir jetzt eine exklusive Naja Edi als Stute haben. Ja, super. Ja, ich weiß nicht, dann können wir vielleicht mal die Waage oder den Skorpion weiter züchten. Da haben wir ja, oder den Löwen, der wartet ja noch länger. Da müssen wir mal gucken nach Werten, würde ich sagen. Hier kommt aber bestimmt gleich wieder irgendwas. So. Aber wir haben die 1200 Meter geschafft, sehr schön. Oha. Nee, das schaffen wir nicht. Das schafft der Gute nicht. Na gut, dann war es das jetzt erstmal für uns bei dem Rennen. Aber es gibt nochmal 100 Eventpunkte. Der Stier. Ja, der hat doch ja, bis auf die Geschwindigkeit. Aber die Ausdauer ist schon gut. Geht ja nicht besser. Springen könnte er natürlich auch besser. Aber wir wollen mal nichts sagen. Ich meine, unsere Sternzeichenpferde haben schlechtere Werte. So, ja. Wertetechnisch war das jetzt mal mehr auf Sprung, was natürlich auch wichtig ist. Achso, hier sehen wir die Ausdauer. Da wäre es natürlich interessant, was auf der zweiten Stufe wäre. Hier ist Geschwindigkeit. Ich
glaube, ich würde eher auf Ausdauer gehen. Ja, die Jungfrau ist leider ja extrem schlecht ausdauertechnisch gesehen. Aber die hier ist besser. Hat dafür keine Geschwindigkeit. Nee, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier die Waage nehmen. Ja. Wir sollten die Waage verbessern. Aber momentan ist der Stall ja eh noch belegt und mal sehen, wie lange das dauert, bis wir da eine Stute haben. Ja, aktueller Punktestand. Ach, die haben wir noch. Achso, ja gut, ja klar, sonst wäre es ja auch ziemlich doof, weil dann würde man die 14.000 ja nie erreichen, wenn man da die Punkte abgezogen bekommt, wenn man hier die Pferde holt. Ach ja, hier unten sehen wir 372 haben wir jetzt, ja. Mal schauen. Also wir kriegen noch ein paar zusammen. Ich denke nicht, dass wir die Stute dafür kaufen können. Aber es gibt ja noch ganz coole andere Sachen. Was gibt's denn da noch? Was war denn das? Ein Sattel, der mir gefallen hat. Hier, vielleicht dieser Champion-Sattel Nummer 1. Und gelbe Rose Torbogen. Weiß nicht, wir haben das schon mit den roten Rosen. Da kann man leider keinen Weg durchführen. Ich denke mal, es wird bei dem genauso sein. Oder hier ein Pink, Blumensattel. Oder hier dieses schöne Türkis. Oder schlichter in Braun. Ja, das geht eigentlich von den Punkten her. Ja, Hüte sind jetzt nicht so meins. Na, mal schauen. Vielleicht kriegen wir ein paar Sättel noch. Oder weiß nicht, so eine Picknickdecke, Festtafel, weiß ich nicht. Wir sehen's. Auf jeden Fall haben wir die Chance, die gute Stute zu züchten. Und das versuchen wir auf jeden Fall auch. Also, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Ornotrauer T4. Endlich. Dann hoffe ich nur, dass ich noch eine Stute finde, dass ich da noch einen zweiten T4 züchten kann. Dann möchte ich auch unbedingt einen T4 Knappstupa haben. Aber ein Hengstchen natürlich, Stute haben wir ja schon. Aber da werden ja gerade noch die Araber versucht zu züchten. Also, tja, mal sehen, wie es weitergeht und wie schnell wir denn unsere Ziele erreichen. Ob wir dann noch den T4 Araber freischalten können, müssen wir mal sehen. Würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.